Der katholische Fritz-Gerlich-Filmpreis 2019 geht an What You Gonna Do When the World's on Fire? Ein Dokumentarfilm über Rassismus in den USA. Bei der Preisverleihung in der Münchner Allerheiligen Hofkirche überreichte Kardinal Reinhard Marx die Auszeichnung an den Produzenten Paolo Benzi. Die in Schwarz-Weiß gedrehte Dokumentation begleitet mehrere Afroamerikaner in den USA. Eigentlich wollte Regisseur Roberto Minervini einen Film über die Musik in den Südstaaten machen. Als er dann aber erfuhr, wie häufig dort junge Afroamerikaner von Polizisten oder dem Ku Klux Klan getötet werden, orientierte er sich neu. Herausgekommen ist ein Film, der zeigt, wie sich Gewalt und Rassismus auf den Alltag der schwarzen Community auswirken. Im Mittelpunkt steht zum Beispiel der 14-jährige Ronaldo, der versucht, seinen jüngeren Bruder auf das Leben vorzubereiten. Inklusive Boxunterricht und Lektionen darüber, was es bedeutet, schwarz zu sein. Es ist ein sehr klassischer Film, der auf einzigartige Weise einen Weg eröffnet, um die Welt zu verstehen, in der wir heute leben. Laut der Jury führt der Film dem Zuschauer besonders die Verletzlichkeit des Einzelnen und die Bedrohung der Menschenwürde vor Augen. Ein Eindruck, den Jurymitglied Sandra Krump bestätigt. Was man wirklich gar nicht fassen kann, ist, was man da erlebt als Zuschauer mitten in dieser Gruppe von Menschen, die einem wahnsinnig schnell vertraut werden, in welche Situationen man diese Menschen als Zuschauer da begleiten kann. Und man kriegt plötzlich über Dinge, die man weiß, ja, also man weiß ja was über Rassismus und über die Situation der Black Community, aber man erlebt es jetzt plötzlich und das ist natürlich eine völlig neue Qualität. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird von der katholischen Filmproduktionsfirma Tellux gestiftet und erinnert an den Münchner Publizisten Fritz Gerlich. Der Katholik stellte sich früh gegen die Nationalsozialisten und bewies Zivilcourage. Am 30. Juni 1934 wurde Fritz Gerlich im Konzentrationslager Dachau ermordet. Der nach ihm benannte Preis ist Filmemachern gewidmet, die sich gegen Intoleranz und für eine friedliche Gesellschaft engagieren.